Als Jugendlicher habe ich nie gewusst, soll ich Maler, Musiker oder Schriftsteller werden. Die Malerei habe ich ziemlich bald auf den berühmten Nagel gehängt. Aber nach 35 Jahren Musikkomikertum leiste ich mir heute den Luxus, Musik und Literatur zugleich oder gleichwertig auf die Bühne zu stellen. Und zwar im Katzers Literatur Crossover. Und zu dessen 9. Videoblog begrüße dich heute aufs Herzlichste. Und da geht es ausschließlich um Musik. Das ist mein Originalgrammophon, Luxusausführung, habe ich vor langer Zeit einmal erstanden. Aufgepasst. Zuerst mal aufziehen. Schwerarbeit. Ja. Dann die Bremse lösen. Es muss jetzt anlaufen. Es hat einen schweren Plattenteller, weil alle Luxusgeräte haben heute ja noch einen schweren Plattenteller. So, und jetzt geht's los. Sie hören die Originalaufnahme. Wiener Philharmoniker aus den 50er Jahren unter Karajan mit Tschaikowski, Rome und Julia. Ja, eben Rome und Julia von Tschaikowski sind drei Platten. Das ist ein ganzes Buch. Ja, die erste Platte liegt ja gerade am Plattenteller, das ist die zweite hier und da ist die dritte. Ja, ganz schön schwer das Ganze. Ja. Aber das ist nichts gegen Dvořák Symphonie aus der Neuen Welt. Das sind nämlich 5 Platten. Noch schwerer. Ja. Genauso wie hier Felix Weingartner dirigiert die 7. Beethoven. Auch 5 Platten. Und interessant, mein Vater, von dem ich diese Platten alle geerbt habe, der hat erzählt, er saß im Konzert live bei den Wiener Philharmoniker mit der 7. Beethoven und alle 10 Minuten hat es ihm gerissen, wer die Platte umdrehen wollte. Ja, zurück zu meinem Grammophon. Da drüben, das ist der Geschwindigkeitsregler. Der geht lustigerweise von 0 bis 30. Das hat keiner Norm angepasst. Das heißt wiederum, da ich kein absolutes Gehör habe, bin darauf angewiesen, mich zuerst einmal zu informieren, welcher Tonart das Stück steht, das da auf der Platte drauf ist. Dann gehe ich ans Klavier, spiele mir die Tonart ein und passe dann hier mit dem Regler die Geschwindigkeit danach an, damit das auch stimmt. Ja, ein ganz wesentliches Element dieses Grammophons ist der Tonabnehmer. Hier mit einer Klimamembran ausgestattet, die zum Schwingen gebracht wird durch die Nadel, die damit in der Mitte verbunden ist. Und diese Schwingungen werden über diese Röhren weiter verfrachtet bis in den Trichter, den sogenannten Exponentialtrichter, der den Ton dann gewaltig verstärkt. Grammophonnadeln wiederum gab es ganz verschiedene. Zum Beispiel hier Grammophonnadeln habe ich ein ganzes Schachtel voll für die normalen Schallplatten. Dann habe ich hier Marshall-Langspielnadeln. Jede Nadel spielt 10-mal, ganz was Spezielles. Und da Herophone Loud Tone Needles. Für spezielle laute Wiedergabe. Ein ganz eigenes Problem ist die Lautstärkenregelung. Die gibt es nicht. Aber es gibt eine altbewährte Methode. Man stopft einfach irgendetwas in den Trichter hinein und schon wird es leiser. Die meisten Menschen glauben mir, Thomas Alva Edison habe das Grammophon erfunden. Das stimmt nur bedingt. Edison hat nämlich den sogenannten Phonographen entwickelt, vom System das gleiche, aber er zeichnet auf einer Walze auf. Und diese Walze war wesentlich schwerer reproduzierbarer als eine Platte. Und die wiederum erfunden hat ein gewisser Emil Berliner, 1851 in Hannover geboren. Er ist in die USA gegangen, weil er nicht zum Heer wollte, hat dort die klassische Karriereleiter ergriffen. Zuerst mal Tellerwäscher, dann hat er in einem Kurzwarengeschäft gearbeitet und hat nachts auch studiert, und zwar Technik. Und dieser Emil Berliner war sehr erfinderisch und hat eben die Schallplatte erfunden. Zuerst aus Hartgummi, dann aus einem Gemisch aus Schieferpulver, aus Baumwollflocken und Ruß. Deswegen waren die Platten auch schwarz. Ja? Und Schellack, deswegen heißen es heute noch die Schellacks. Und daraus hat der Emil Berliner dann das Grammophon in dieser Art entwickelt, wie ich eines zum Beispiel habe. Aber nicht nur das, der Mann war ungeheuer kreativ. Der hat sich auf die Luftfahrt dann spezialisiert, hat einen, wie er ihn nannte, Heliokopter erfunden. Ein Mittelding aus Hubschrauber und Doppeldecker oder besser gesagt Dreifachdecker. Ja, das
das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und keep swinging.